M-Hotep. Hier bin ich. Habt ihr mein Gold? Die andere Hälfte, wenn der Auftrag erledigt ist. Vorwärts! Sichert auch die Bibliothek! Bei Anubis. Wo sind sie hin? 40 Deben. So viel Gold fürs Vernichten von ein paar Papyrusrollen. Leicht verdienter Lohn. Gerade in dieser Zeit, wo der Krieg in den Straßen das Leben vieler meiner Brüder fordert. Diese Narren. Im Namen von Achillas kämpfen sie. Aber es gibt keinen Herrn, für den zu sterben sich lohnt. Im Schatten der Bibliothek wird mich niemand beim Überwinden der Mauer sehen. Aber ich sollte mich beeilen. Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spiele ich Geheimakte 3. Ja, man sieht schon, es ist wieder ein Rätselspaß. Ich freue mich. Und wir befinden uns in Ägypten. Und unsere erste Aufgabe haben wir ja eben gehört. Wir müssen hier die Mauer erklimmen, um dann ein paar Papyrus-Schriftrollen zu vernichten. Wir haben eine Karte, ein Beutel mit Gold, Brandsätze, Seil und einen Wurfhaken. Ich habe das Ganze ja schon mal angetestet und schon ein bisschen gezockt gehabt, den Anfang zumindest. Und war auch schon etwas weiter. Es ist sehr interessant und daraufhin habe ich mich dann entschlossen, das Ganze doch mal als Let's Play zu machen. Ich freue mich! Und dann legen wir doch auch gleich mal los. Wir gucken uns erstmal die Mauer an. Dahinter liegt die Bibliothek von Alexandria. Dort befinden sich die Papyrusrollen, die ich vernichten soll. Möge Ra mir beistehen. Ja. Die Mauer bietet genug Halt. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, der mich nach oben führt. So, und jetzt haben wir hier Spalte. An die können wir uns dann festhalten und uns nach oben klettern. Die Spalten sind tief genug, um mit meinen Fingern Halt darin zu finden. Sehr gut. Dann ab nach oben. Mal gucken, hier mal links. Hoch, komme ich jetzt hier hin? Ja, sehr schön. Dann hier weiter. Weiter, das wird wohl nix werden. So. Ich kann diese Spalte von hier aus nicht erreichen. Das ist schlecht. Aber dann muss ich doch nochmal nach unten. So. Komme ich jetzt hier hoch? Jawohl. Gut. So, und dann sollten wir auch gleich oben sein. Sehr schön. Ich kann diese Spalte. Ja. Dann bitte dahin. Dort. So. Dann sind wir auch schon oben. Und. Ja. Ach. Mauern halten mich nicht auf. Und Wachen schon gar nicht. Solange sie mich nicht bemerken. Der Bursche muss weg. Am besten ohne Aufsehen. Ja, wie gesagt, da ich schon etwas gezockt habe, weiß ich auch, was ich jetzt hier zu tun habe. Ich gucke mir aber trotzdem erstmal noch alles an. Tür, Wache, okay, Stall. Verflucht. Die Pferde haben mich gewittert und werden unruhig. Na, das macht nichts, das macht nichts. Ein Stallfenster. So, hier haben wir einen Lederbeutel. Ein lederner Futtersack. Nimm doch mal mit. Festes Rindsleder, Doppelnaht. Da geht nichts verloren. Sehr schön. So, und irgendwie müssen wir versuchen... Die Dunkelheit umhüllt mich wie ein Mantel. Die Wache kann mich nicht sehen, aber sie steht genau im Weg. Genau, an dieser Wache vorbeizukommen. Und ich weiß auch schon, wie wir das machen. Denn wir schnappen uns hier diese Schlange, aber ich gucke mir das hier erstmal an. Sie ist lautlos und tödlich. Genau wie ich. Ihre Giftzähne bringen den sicheren Tod. Zum Glück ist das Leder dick genug. Und da haben wir sie hier. Sehr schön. So, und jetzt können wir nämlich mit dieser Schlange...
die Pferde erschrecken. Und somit dann ungehindert Pferde fürchten Schlangen. An der Wache vorbeizukommen. Der Kampflärm scheint die Pferde heute besonders nervös zu machen. Wenn sie sich verletzen, bekomme ich Ärger. Ruhig, ganz ruhig. So viele Schriftrollen. Weinamphoren wären mir lieber. Dort hinter der Tür, am anderen Ende des Raums, befindet sich das Ziel meines Auftrags. Ich hab's fast geschafft. Bei Horus. Müssen die denn gerade jetzt auftauchen? Ich muss auch an ihnen vorbei. Das ist natürlich gar kein Problem. Die Balken verlaufen durch den ganzen Raum. Gute Idee. So, jetzt schleichen wir uns mal hier oben lang. Ich weiß gerade gar nicht, konnte ich jetzt hier oben durch? Nein, konnte ich nicht. Gut. So, hier lang kann ich leider nicht. Ich kann das ja mal zeigen, was passiert, wenn ich es tun sollte. Bei Anubis. Dieser Balken ist morsch. Ich kann ihn nicht überqueren. Genau, und deswegen gehen wir unten lang. Schleichen uns an den Wachen vorbei. Und wo wir gerade mal hier sind. Ein Banner aus Leinenstoff. Der Leinenstoff könnte nützlich sein. Genau, denn diesen Leinenstoff brauchen wir gleich. Hier übrigens ist auch wieder ein Morsch. Da also nicht lang. Hinter dieser Tür befindet sich das Lager mit den Schriftrollen, die ich vernichten soll. Ja, dort will ich hinein. Aber ich kann hier nicht unbemerkt nach unten klettern. Genau. Diese Öffnung muss in den Lagerraum führen. Der Lärm, den ein solcher Sprung verursacht, würde mich verraten. Und da haben wir einen Wurfhaken und ein Seil. Eine meiner leichtesten Übungen. So, das ist das Zeichen auch da, dass das Wurfseil und der Haken die zwei Einzelkomponente weg sind und jetzt zusammengebaut wurden. So, ich probiere das Ganze einfach mal. Die Wachen würden es hören, wenn ich den Eisenhaken werfe. So macht er zu viel Lärm. Tja, dann haben wir doch ein Leinentuch. Ich werde das Leinen in Streifen reißen und den Wurfhaken damit umwickeln. Und ab dafür! Das könnte klappen. Der umwickelte Haken wird kaum Lärm machen und ich kann mich am Seil zum Fenster hangeln. Jetzt noch die Brandsätze zünden und dann so schnell wie möglich raus hier. Ich stelle niemals Fragen. Trotzdem wüsste ich zu gern, was auf diesen Papyrusrollen steht, dass ihre Vernichtung meinen Auftraggebern so viel Gold wert ist. Jedes Gefäß trägt das herrschaftliche Siegel. Bei Ra. Nur ein Papyrus mit Zahlen und Zeichnungen. Was soll daran so wichtig sein? Vorwärts! Wenn der Eindringling auch nur eines der Tongefäße in die Finger bekommt, werden wir alle an die Krokodile verfüttert. Wir müssen ihn finden. Los, ihr drei nach links. Der Rest kommt mit mir. Haltet eure Waffen bereit. Ich sollte mich beeilen. Mein Eindringen ist wohl kein Geheimnis mehr. We'll be right back.
kann auch nur mir passieren. Ich verpasse meine eigene Hochzeit. Tut mir leid, dass ich zu spät... Max, was ist hier los? Wo sind die Gäste? Mein Vater, wo... Psst, es geht los. Liebes Brautpaar, werte Gäste, herzlich willkommen in Finisterre, am Ende der Welt. Jetzt, da alle ihren Platz eingenommen haben, können wir mit der Zeremonie beginnen. Wovon spricht er? Hier ist doch niemand außer uns. Wo sind die alle? Wir haben uns heute hier versammelt, weil Nina Kalenko und Max Gruber den heiligen Bund der Ehe eingehen wollen. Ich möchte meine Predigt mit dem Trauspruch beginnen, den sich die beiden ausgesucht haben. Zweiter Brief Petrus, Kapitel 3. Und siehe, es kommt der Tag des Herrn, an welchem Feuer vom Himmel regnet. Die Erde wird vor Hitze schmelzen, und alle Menschen und Tiere, die sich auf ihr finden, werden verbrennen. Das ist doch nicht unser Trauspruch. Was ist hier los? Sehe ich etwa schon Gespenster? Egal, nichts wie raus hier. Auch wenn das heißt, dass ich einem Geist folgen muss. So, ach, was geht denn hier ab? Die Kirche in Flammen. Wie kann denn das passieren? Tja, was für eine Trauung. Das ist ja schon mal... Tja, ach, wer braucht denn schon eine Kirche? So, und jetzt können wir Nina steuern. Und wir haben noch nichts. Aber das ändert sich gleich und wir müssen jetzt versuchen, erstmal irgendwie hier rauszukommen. Und dazu gucken wir uns einfach erstmal alles an hier. Was haben wir denn hier noch Schönes? Den Talar. Der gehört wohl dem Priester. Dann nimm ihn doch einfach mit. Der Talar ist mir zwar viel zu groß, aber ich nehme ihn und den Kleiderbügel trotzdem mal mit. Der Kleiderbügel ist ganz wichtig. So. Ein Kelch. Leider leer. Dabei könnte ich jetzt einen ordentlichen Schluck gebrauchen. Dann nimm den Kelch mit. Ein Taufbecken. Das weitgehend unbekannte 11. Gebot lautet, du sollst keine absurd schweren Taufbecken einstecken. Ach komm, du bist doch kräftig. Du kannst den doch einfach mal so mitnehmen. So, dann haben wir hinten noch einen Wischmopp. Sieht fast aus wie der, den ich zu Hause habe. Aber der hier wurde öfter benutzt. Dann kennst du dich ja aus damit. Sehr schön. Eine Petrusstatue mit dem typischen Schlüssel in der Hand. Einen Schlüssel hier raus hätte ich jetzt auch gern. Ich kann weder die komplette Statue noch irgendwelche Teile davon verschieben oder bewegen. Und zum Hochklettern ist sie zu glatt. Dann halt nicht. Beeindruckend, wenn man auf sowas steht. Aber geht das bei Wandteppichen überhaupt? Ich bin zwar kein Experte für Wandteppiche, aber selbst ich erkenne, dass ich den hier weder herunterreißen noch zur Seite schieben kann. Leider muss ich ihn allerdings irgendwie beseitigen, um zu sehen, was dahinter ist. Okay, das ist natürlich kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Und jetzt füllen wir erstmal den Kelch mit Wasser. Ich fülle das Wasser in den Kelch. Bei dem Feuer kann ich jeden Tropfen brauchen. Und den Mob? Das wäre mal ein originelles Motiv. Putzteufel in Flammenhülle.
Genau, nach Sommer. So. Jetzt nehme ich erstmal den Kelch. Gut, dürfte ein Weilchen dauern, aber damit werde ich das brennende Regal sicher löschen können. Einige Augenblicke später. Das wäre geschafft. Das Regal ist hinüber, aber wenigstens brennt's nicht mehr. Ein loses Brett, das den Brand halbwegs unbeschadet überstanden hat. Nehmen wir natürlich auch mit. Die Flammen! Und wir haben doch eigentlich einen nassen Mob. Ist der... Ich soll den Mob anzünden? Okay, wer weiß, wozu es gut ist. Ansonsten gibt's halt einen Wischmob weniger auf der Welt. Auch kein Verlust. Jetzt haben wir einen brennenden Mob und damit bekommen wir jetzt hier diesen Wandteppich weg. Hinter dem Teppich ist eine Öffnung. Oho. Dahinter müsste sich der Zugang zum Glockenturm befinden. Wie der Fremde da reingekommen ist, ist mir ein Rätsel. Da geht's zum Glockenturm. Der Fremde ist im Glockenturm verschwunden. Wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, hier rauszukommen. Genau, aber zunächst ist hier noch ein Nagel. Ob da mal ein Bild hing? Och, ganz bestimmt. Den kriegen wir natürlich mit dem Kleiderbügel ab. Ich könnte den Nagel in die schmale Seite des Kleiderbügels einklemmen und dann... Super, ein Nagel. So. Hier ist eine Fuge mit offensichtlich sehr brüchigem Mörtel. Ja, das Ganze ist jetzt nicht so spannend. Damit könnte ich den losen Mörtel herauskratzen. Mal sehen. So, tiefer komme ich nicht. Immerhin ist die Fuge jetzt auch deutlich breiter. Und jetzt können wir das Brett da reinstecken, um uns dann... hier oben lang zu hangeln. Jetzt passt das Brett perfekt in die Fuge. Und wenn ich es richtig platziere, kann ich auf die Statue klettern. Vielleicht komme ich ja von dort aus irgendwie in den Turm. Dann tu das doch. Echte Abenteurer lieben Herausforderungen. Sie können sich deshalb auch gerne an der schwierigeren Variante dieser Aufgabe versuchen. Trauen Sie sich das zu? Nein, ich spiele lieber die einfache Variante. So, und jetzt können wir uns hier an dieser Statue hin und her schwingen. Okay? Ja, hab nur schlecht geschlafen. Ach Nina, komm schon. Du schläfst jede Nacht schlecht und deine Träume werden immer schlimmer. Naja, wir heiraten schließlich übermorgen. Bist du denn überhaupt nicht nervös? Du lenkst schon wieder ab. Und dabei geht das schon seit Tunguska so. Nach deiner Begegnung mit diesen... Das ist ewig her. Diese blöden Träume haben nichts zu bedeuten. Nichts zu bedeuten, ja? Ich hab die Stelle gefunden, die du in der Bibel unterstrichen hast. Die Apokalypse. Und siehe, es kommt der Tag des Herrn, an welchem Feuer vom Himmel regnet. Die Erde wird vor Hitze schmelzen und alle Menschen und Tiere, die sich auf ihr finden, werden verbrennen. Nina, ich mach mir Sorgen um dich. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Welche? Ob du nervös bist, wegen übermorgen. Naja, ich hätte das Ganze drumherum nicht gebraucht. Stimmt. Wir brauchen den ganzen Kram doch nicht. Die Kirche, die Leute, nur wir beide. In unseren Flitterwochen. Australien. Komm, lass uns einfach abhauen. Du bist verrückt. Gut, warum nicht? Runter! Auf den Boden! Los, los, los! Was soll das?
Max! Zielperson in Gewahrsam. Wir kommen raus. Mach dir keine Sorgen. Das ist sicher nur ein Missverständnis. Und Nina, überleg dir was wegen der Flitterwochen. Sind Sie Nina Kalenko? Seine Verlobte? Wer zum Teufel sind Sie? Was wollen Sie von uns? Es liegt ein Haftbefehl gegen Max Gruber vor. Er steht im Verdacht, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Und wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, halten Sie sich aus der Sache raus. Sonst könnten wir uns gezwungen sehen, auch gegen Sie entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Aus der Sache raushalten? Was denken die sich? Die sollen mich kennenlernen. Zieh dir erstmal was an, Mädchen. Einige Stunden später. Nicht zu fassen. Keine einzige offizielle Stelle weiß etwas von diesem Einsatz. So langsam glaube ich, das waren gar keine echten Polizisten. Wie auch immer, ich habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet und Max als vermisst gemeldet. Mehr kann ich im Moment wohl leider nicht tun. Oder vielleicht doch? Was hatte Max noch gerufen? Überleg dir was wegen der Flitterwochen. Wie das wohl gemeint war. Unsere Flitterwochen wollten wir in Australien verbringen. Vielleicht finde ich ja irgendwelche Hinweise, die mir weiterhelfen. Höchst mysteriös. Die kommen, stürmen hier einfach rein, nehmen unseren allseits geliebten, verlobten Max mit. Ach. So, jetzt machen wir natürlich jetzt hier Jagd auf das Ganze. Und versuchen herauszufinden, was denn da genau passiert ist. Hier habe ich übrigens auch noch ein bisschen gespielt, bin aber nie aus dieser Wohnung raus. Und von daher wird es jetzt demnächst blind. Und ich hoffe doch noch sehr interessant. Die Farbe der Küche ist der eindeutige Beweis dafür, dass man Männer keine Möbel aussuchen lassen sollte. Aber die Wohnung gehört nun mal Max. Und er steht auf Rot. So schlecht sieht das doch gar nicht aus. Der Rucksack von Max. Vielleicht finde ich in den Sachen von Max was, das mir weiterhilft. Da ist nur ein Buch über Australien drin. Es trägt den Titel Australien, die Reise meines Lebens, geschrieben von Michael Cocker. Australien. Dahin sollte unsere Hochzeitsreise gehen. Das schaue ich mir doch mal etwas genauer an. Jemand hat mitten in die Seiten ein großes Loch geschnitten. Da liegen 4 kleine Fähnchen drin. Ich stecke sie mal ein. Außerdem ist das Inhaltsverzeichnis lose. Und es fehlen eine ganze Menge Seiten. Die Kapitel 3, 7, 10 und 15 wurden komplett herausgerissen. Okay, jetzt haben wir diese Fähnchen und ein Inhaltsverzeichnis. Das Inhaltsverzeichnis des Buchs Australien, die Reise meines Lebens aus der Feder von Michael Cocker. Okay, und sie sagte Kapitel 3, 7, 10 und 15 würden fehlen. 3. Adelaide. 3, 7. Brisbane. Broome. Und Hobart. Hobart. Naja. Okay. Natürlich weiß ich auch schon, was man mit diesem Fähnchen macht, aber wir gucken uns erstmal weiter um. Die Bücher gehören alle Max. Ich denke nicht, dass mir die alten Schmöker wirklich helfen werden. Nö, dann eben nicht. An der Pinnwand hängt die Tabelle vom 5. Spieltag der Bundesliga-Saison 2010-2011. Mainz 05 ganz vorn, Schalke 04 ganz hinten. Die meisten Favoriten irgendwo im Mittelfeld. Sachen gibt's. Ach, sehr interessant. Das Telefon geht nicht. Nein, hier Schuhe nicht. Küche, Wohnung verlassen. Okay, hier war dann weiter nichts. Dann gehe ich mal ins Schlafzimmer. So. Mein Gott, ist die hässlich. Ja, das stimmt allerdings. Gut, machen, damit können wir nichts weiter. Hier haben wir eine Karte. Ein Gemälde. Gar nicht mal so hässlich. Der Rest der Einrichtung ist allerdings nicht unbedingt mein Ding. Egal. Bald haben wir ja unsere gemeinsame Wohnung. Da werde ich mich nicht so fremd fühlen wie hier. Das Bett ist viel zu klein. Was? Ich weiß ja nicht, wo das zu klein ist.
Solange ich nicht weiß, wie es Max geht, kriege ich kein Auge zu. Okay. So, dann haben wir eigentlich nicht mehr viele Möglichkeiten, als uns... Ging hier noch was? Nö, das war das Bett. Ja. Als uns mal diese Karte genauer anzugucken. Eine Karte von Australien. Dort wollten wir eigentlich unsere Flitterwochen verbringen. Und natürlich wissen wir auch schon, was wir hier machen müssen. Das liegt ja sehr auf der Hand. Das Inhaltsverzeichnis des Buchs Australien, die Reise meines Lebens aus der... Ja. Also 3, 7, 10 und 15. Adelaide, Brisbane, Broome und Hobart. So, dann nehmen wir doch die Fähnchen zum Adelaide. Hobart. Was haben wir noch? Brisbane. Und, Broom. Was ist denn das? Da unten hat sich ein kleines Fach geöffnet. Ich riskiere mal einen Blick. Ah, zwei Schlüssel. An dem einen hängt ein Schild, auf dem Büro Museum steht. Der andere ist deutlich kleiner und unbeschriftet. Warum versteckt Max seinen Büroschlüssel in einem Geheimfach? Und wofür ist der andere? Im Büro muss irgendwas sein, das mir weiterhilft. Oder ihm. Also, auf ins Museum.